Hey Leute und willkommen zurück zu Bomber Crew. Und da wir ja letztes Mal die kritische Mission gemacht haben, werden wir jetzt erstmal die Sachen upgraden, die wir können. Na gut, einfaches Khaki. Ist jetzt nicht so schmeichelhaft tatsächlich. Was haben wir an neuen Kopfbedeckungen? Lederfliegermütze Mark II und Pilotenmütze Mark II. Damendienstmütze. Ja gut. Bei euch beiden bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, euch gebe ich tatsächlich die Lederfliegermütze. Flakhelm und so. Ja, ich will, dass ihr trotzdem noch ein bisschen Geschwindigkeit habt, weil ihr geht mir zwar ziemlich oft down, vor allem mein Funker. Aber ich will trotzdem, dass ihr im Notfall da noch was machen könnt, ohne da rumzudümpeln. Stundenlang gute Schwimmüberlebensweste und Landüberlebensweste. Nicht wirklich das, was ich möchte. Verstärkte Lederhandschuhe. Ja, gut. Gibt ein bisschen mehr Schutz, aber. Ja, ist es das so absolut wert? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was die Pilotenmütze da unbedingt für einen großen Vorteil bringt. Können vielleicht bei Clark noch überlegen, dass wir ja auf jeden Fall die Lederfliegermütze. Aber bei euch dreien wäre ich glaube ich lieber mit den gepanzerten Helmen ganz glücklich. So, dann gehen wir rüber zum Flugzeug. Wir haben noch 3640, was wir ausgeben können. Ja, wunderbar. Dieses Upgrade hier finde ich super nützlich, weil es bedeutet, dass mein Heckschütze nie wieder Probleme hat, was Munition angeht. Aber es gibt so viel, was wir eigentlich auch noch bräuchten. Oh Gott, wir sind schon bei gepanzerter Rumpf Mark II. Ah, okay. Da können wir jetzt zwei Boote dran. Schwierig. Ah, das ist alles so. Es ist alles so nützlich. Pass mal auf. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal den Heckgeschützturm. Ah, ja, richtig. Okay. Wir sind zu schwer. Das heißt, wir müssen auch noch die Motoren upgraden. Dann gehe ich erstmal Backbord in. Ach, können wir das dann überhaupt noch machen? Ah, das ist wirklich, wirklich gerade so das Einzige, was wir machen können. Nee, noch nicht mal. Doch. Ah ja, wunderbar. Aber jetzt haben wir nur noch 40 Pfund. Okay. Das ist ein bisschen doof. Gut, wir haben jetzt nur 40 Pfund. Ich möchte mein Flugzeug eigentlich gerne überall panzern, aber gut, da bräuchten wir wahrscheinlich auch erstmal die Motoren-Upgrades. Gut. Dann werden wir jetzt ein bisschen so Missionen fliegen. Wahrscheinlich erstmal wieder ein paar Standardmissionen hier, genau. Feindliches Flieger ist das überall, oder? Ja gut, dann sehen wir höchstwahrscheinlich jetzt demnächst ein feindliches Fliegerass. Ja gut. Wir haben eine ganze Reihe von V1-Anlagen entdeckt, die bereit sind, London anzugreifen. Diese Raketen dürfen nicht durchkommen. Ja gut, machen wir es doch, oder? Ich meine, das ist kurze Dauer, mittlere Dauer. Ja gut. Hauen wir mal ein paar V1-Raketen raus. So, wie gesagt, ich hätte gern, dass mein Flugzeug besser gepanzert ist, aber dann ist das eben nicht so. Gut, wunderbar. Einmal abheben bitte und dann fliegen wir. Wieso fliegen wir nach da drüben? Wieso fliegen wir nach da, wenn unser Ziel da drüben ist? Aber wir können jetzt hier auch den manuellen Punkt reinsetzen. Aber ich vertraue erstmal das manuelle. Oh, voilà. Das manuelle lasse ich mir erstmal, bis wir hier in Notsituationen oder sowas sind. Da wird das schon ganz nützlich werden. So, gibt es irgendwelche Sachen, die ich pre-Engagement noch machen möchte? Ach so, du. Ah, klar, du musst ja jetzt gar keine Munition mehr holen. Doof von mir gewesen, dass ich ihn da eben rübergeschickt habe.
gut, da haben wir unseren ersten, oder unseren zweiten Marker, Entschuldigung, den ersten hatten wir ja schon, als wir noch am Boden waren. Da können wir einen mageren Mix reinsetzen, dass wir noch ein bisschen sparen, solange wir noch in halbwegs freundlichem Gebiet sind. Obwohl, wir verlassen jetzt gleich auch schon unser Hoheitsgebiet. Wir wollen jetzt tatsächlich über Calais darüber fliegen. Okay. Gut, wäre jetzt nicht mein favorisierter Flugweg, aber gut, machen wir es mal. Jetzt schlagen wir einen leicht westlichen Kurs ein. Das ist doch schon besser. Wir können jetzt auch Aufklärung über Funk anfordern. Oh, da haben wir schon unser erstes Ziel. Tatsächlich, jetzt schon. Cool. Aufklärung über Funk bedeutet so viel wie, jetzt wird auf der Karte markiert, wo Gefahrenzonen sich befinden, wie zum Beispiel gegnerische Flakzonen. Und du solltest da unten sein. So, Klappen öffnen. Eins, Mann. Oh, wir müssen 5 Stellen bombardieren. Und wir müssen verhindern, dass gut 8 V1-Raketen London treffen. Oh, da sehen wir schon, da werden gleich die V1 abgeschossen. Das wollen wir nicht. Aber schaffen wir es noch? Oh, das wird eng da drüben mit den 25 Sekunden, die wir da nur noch haben. Das wird tatsächlich sehr eng. Und da kommt Flak. Da haben wir ein paar Flugzeuge. Kriegen wir die noch getaggt, bevor wir... Komm schon. Oh, wunderbar. Nein! Ah, das... Scheiße. War das zu spät? Nein! Oh doch, wir haben es noch geschafft. Wir haben es noch geschafft. Wunderbar. Ich dachte, wir wären zu spät gewesen. Aber wir haben es gerade noch so getroffen. Da sehen wir die Rauchwolken. Es hat so ein bisschen... Jetzt fällt es mir auf. Das hat so ein bisschen so ein Artstyle von Legend of Zelda Wind Waker. Da haben wir noch ein Jagdflugzeug. Oh ja, ihr beide. Fokus. Und eine V1 ist schon unterwegs. Die konnten wir nicht aufhalten, aber 10 Sekunden. Vielleicht können wir die zu weit jetzt aufhalten. Und Bomben unterwegs. So, wo sind die anderen Ziele? Da drüben müssen wir hin. So, Klappen schließen. Treibstoff sparen, nicht Munition sparen. Da ist unser nächstes Ziel. Da sind mehr Jagdflieger. Wir müssen gleich die Klappen wieder aufmachen. So, Klappen öffnen. Du siehst so aus, als ob du Munition brauchst, richtig. Wie weit sind wir noch vom Ziel entfernt? Ein bisschen tatsächlich noch. Bomben selektiert. Schießen hier oben. Ich sehe es schon gar nicht mehr. Oh, hier haben wir tatsächlich ein bisschen stärkere Flak. 3 Positionen, die ich sehen kann. Da drüben vielleicht noch ein bisschen mehr. Und wir haben schon die nächste Stelle auf dem Radar. Bomben unterwegs. Oh, da fliegen wir jetzt gerade über richtig starke Flakzone rüber. Da sind noch mehr Flugzeuge. Alles wird getaggt und hoffentlich schaffen meine MG-Schützen das auch. Ich werde von unmarkierten Fliegern angegriffen, tatsächlich. Nein, Felix Feder ist hier. Wir haben unser Fliegerass. Scheiße. Kacke. Okay, da vorne ist wer. Bomben selektiert. Und Abwurf. Wer bist du? Ah, das ist er. Okay. Fokus. Fokus! Holt ihn vom Himmel! Ja, unser Funke, wir brauchen... Ah, Aufklärung über Funk anfordern! Ah, scheiße, überlebt! Du, Munition! Mechaniker, Elektronik! Bomben! Selektiert! Und Abwurf! Und Klappen schließen! Wollen wir das noch mitnehmen? Ach du Kacke. Hier geht gerade so viel ab. Felix Feder, da oben fliegt er. Will uns mal nebenbei bringen. Ah, die Flak killt uns gerade. Wir wollen nur das Foto. Wir haben ein Feuer im Triebwerk. Sinclair, auf deine Position. Ab nach Hause.
Ungetaggte Flugzeuge, irgendwo da drüben. Scheiße, wir haben jemand down, wir haben jemand down. Zweites Feuer. Rette Dixon, es ist wieder unser Funker. Ich fass es nicht. Okay, Navigator. In die Position. Feuer löschen. Okay, wunderbar. Auf deine Position wieder. Sinclair, repariert. Ah, shit. Wir haben zwei Leute down. Wir haben ein Triebwerk verloren. Shit. Shit, 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 shit. Wir müssen über die Insel kommen. Das Flieger ist immer noch da. Wir müssen über die Insel kommen. Wer hat das Medkit? Du hast das Medkit. Du heilst gerade irgendjemand. Wir haben zwei Triebwerke verloren. Ja gut, das nützt gerade nicht äußerlich viel. Wir haben unseren Piloten verloren. Clark, in die Position. Wir haben so gut wie jeden verloren. Okay, okay, okay. Lloyd, wieder zurück auf deine Position. Sinclair. Keine Ahnung, was das war. Wahrscheinlich ein Triebwerk. Ja, wir haben Triebwerk verloren. Wir haben Triebwerk verloren. Kacke! Können wir rechtzeitig nach Hause kommen, dass unsere Leute wenigstens überleben? Das Sauerstoffsystem versagt. Nein! Okay, du. Sauerstoff. Alles versagt. Hydraulik. Oh shit. Können wir das Flugzeug landen ohne Hydraulik? Wer fliegt das Flugzeug? Du fliegst das Flugzeug. Shit. Wir können das Flugzeug ohne Hydraulik nicht landen. Du. Drei Leute verloren. Die Mission. Die Flak hat uns absolut den Arsch gefickt. Und dann noch das Fliegerass. Elektronik ist auch down. Ah Gott, können wir noch jemanden retten von den beiden? Wir haben unseren Funker verloren. Navigatorposition. Können wir unseren Piloten und unseren MG-Schützen retten? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Die Hydraulik ist nicht online. Noch nicht. Clark, du fliegst das Ganze. Fahrwerk ausfahren. Wir haben keinen Medkit. Oh, wir brauchen echt mehr Medkits. Wieder gerade einfach da runtergeglitten ist, alter Schwede. Ja, nee, wir haben drei Leute verloren auf der Mission. Ein Triebwerk, oh Gott. Okay, alle hinsetzen, wo es geht, egal wo. Nein, nicht raus! Du sollst dich da hinsetzen, nicht raus, verdammt nochmal. Oh Gott. Die Überlebenschancen im Sitzen sind größer als im Stehen bei einer Bruchlandung. Zwei Triebwerke, ein Fahrwerk, drei Leute tot. Holy shit. Die Mission hat uns echt hart in den Arsch gefickt. Können wir das noch retten? Überleben wir? Oh Gott. Aber wir haben überlebt. Der Bomber ist da. Und das war es nicht wirklich wert. Er ist entkommen, ja. Haben wir auch nichts bekommen dafür. Wir haben aber ein extra Foto geschossen. Hey. Ach, kacke. Okay, wir haben unseren Piloten verloren, wir haben unseren Funker verloren und wir haben einen unserer MG-Schützen verloren. Aber der Rest hat gute Erfahrung bekommen, also hey. Ach Gott, unser Bombentyp hat Fokus. Toll. Hat sich voll gelohnt. Okay, wir brauchen definitiv mehr Schutz. Wir brauchen Upgrades in unserem Flugzeug. Das mache ich jetzt die Folge noch.
Wir werden jetzt unser ganzes Flugzeug werden wir panzern. Wollen wir gerade schon auf Mark II gehen? Ah, wir brauchen erstmal Motoren. Shit! Okay, Standardmotor. Mark II. Reicht das? Oh, es kostet auch arsch viel, ne? Wollen wir gerade auf... die Mitte kommen. Da hauen wir auf jeden Fall das rein. Bug auch. Nase können wir erstmal leicht... wir haben kein Geld mehr. Nein. Ach nö. Hydrauliksystem können wir jetzt auch verbessern. Aber wir haben kein Geld. Shit. Und wir müssen mehr Leute rekrutieren. Aber wir haben unser Flugzeug jetzt wenigstens ein bisschen besser gepanzert. Mal schauen, vielleicht wird's ja was. Und wir müssen unsere Leute noch ausrüsten. Ach du Scheiße. Okay, du kannst Sanitäter werden. Dann sind wir nicht mehr so auf die Medkits angewiesen. Unser Navigator. Was kann unser Navigator noch werden? Vielleicht Funker? Vielleicht auch Ingenieur? Aber unser Navigator ist eigentlich schon ziemlich wichtig. Okay, Navigator werde ich wahrscheinlich nur in Notfällen wegbewegen, deswegen kann er auch Sanitäter sein. SMG-Schütze. Du bist Ingenieur. Und du hast schon, alles klar. So, da müssen wir 3 neue Leute rekrutieren. Erstmal einen Piloten. Pilotenfähigkeit. Da startet einer mit Pilotenfähigkeit 2. Oh, allerdings Kennedy hier hat Isolierung 13. Und schon fast Stufe 2. Ja, die Isolierung wird später ziemlich wichtig. Ja, komm. Okay, wir haben 9 Piloten. Dann brauchen wir einen neuen Funker. Gene Murphy. Auch gute Isolierung und Überleben. Und ein Stufe 2 Skill schon. Ich denke, sie wird's. Und dann brauchen wir noch einen MG-Schützen. Da ist, glaube ich, Panzerung super, super, super nützlich. Ist zwar nur Skill 1 da oben, aber... Und auch nur Geschwindigkeit 90%, aber du kannst unser Heckschütze werden. War das unser Heckschütze, der ausgefallen ist? Na gut, werden wir sehen. Werden wir sehen. Und dann rüsten wir die noch aus. Oh Gott, haben wir genug Geld, um die auszurüsten? Schwierig. Flieger overall, einfach Dings. Kopfbedeckung. Wo ist es? Flakhelm? Ach du Scheiße, wir haben nicht genug Geld. Sauerstoff brauchen wir erstmal nicht. Weste. Leichte Flakweste? Kombi-Überlebensweste? Nee, leichte Flakweste. Ein auf Lager. Hey, wir nehmen das Zeug von den Toten. Da wollte ich nicht hin. Handschuhe. Haben wir leider nichts auf Lager, ne? Nee. Ja, aber dann werde ich erstmal hier unseren Typi ausrüsten. Nicht mit dem Set, nein. Einfaches Königsblau. Wir müssen ein bisschen sparen im Moment. 150 auf jeden Fall für den Helm. Und die leichte Flakweste für 50. Und dann haben wir noch Murphy. Oh Gott. Braucht sie auch einen Flakhelm? Na gut, wir haben die Sektion jetzt gepanzert, aber na gut, wir haben sowieso nicht genug Geld. Dann kriegt sie auf jeden Fall erstmal noch eine Flakweste. Alles andere machen wir später. Puh, alles klar. Was eine Mission. Was eine Mission. Holy shit, okay. Das war's wieder für die Folge. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und damit bis zum nächsten Mal.